Hallo Leute, willkommen zu Let's Play World of Warships Folge 10. Dies ist die letzte Folge und deshalb heute mal wieder mit vernünftiger Musik, mit Hintergrundgeballermusik und mit The Gamer 0019 zusammen. Jo, hallo auch mal von meiner Seite aus. Und diesmal sogar mit Originalton. Ja, diesmal müsste ich nicht nachsynchronisieren. Definitiv nicht. Ich bin heute mit der Independence unterwegs, dem 6er Flugzeugträger der Amerikaner. Und du bist mit der Omaha unterwegs, wenn ich das richtig sehe. Jo. Nice. Au. So. Was war das denn gerade? Ich habe mir nicht den Fuß geschossen, nein. Nein. Ja. So schnell gehen auch schon 10 Folgen World of Warships vorbei. Angefangen habe ich jetzt im April. Tja, und jetzt sind es auch schon vorbei. So schnell kann man eigentlich gar nicht sagen. Du hast es über 2,5 Monate gestreckt. Ja, wenn pro Woche ein Video kommt, ne? Aber. Na, direkt angreifen hier. Hau mal die Torpedobombe links neben dir da weg. Was meinst du, meine Flieger gerade hinfliegen? Also. Für alle, die jetzt gerade keine Ahnung haben, was ich hier eigentlich mache. Ich bin ein Flugzeugträger, steuere Flugzeuge, ne? Nur so zur Erklärung. Ups, das war falsch. Und... Von rechts kommen auch noch gerade Jäger, ne? Ich sehe es. Ich krieg nur gerade keine Kontrolle über meine scheiß Flugzeuge. So, jetzt aber. Ah ne, Moment. Jetzt mal dahin. So, mein Bomber, sag ich schon. Mein Jäger ist unter Beschuss. Ich muss hier weg. Ich greife meine feindlichen Jäger an. Also, ich steuere meine Flugzeuge. Diese ganzen... Es ist weg. Tollen Pünktchen, die hier durch die Luft fliegen. Und die ganzen Linien zeigen an, wo ich hinfliege und allen drum und dran. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal eins gemacht habe. Mit dem Flugzeugträger. Wenn ja, dann habe ich es vergessen. Ist ja auch egal. Was viel wichtiger ist, das nächste Let's Play. Und zwar Siedler 4. Habt ihr ja im Teaser gesehen. Und ich freue mich da so übertrieben drauf, ne? Ganz ehrlich. Ich finde, das. Wie viele Flugzeuge hat er denn? Zu viele. Ne, ich gerade, der hat gerade 5 Staffeln in der Luft. Ich greife die Texas an, die Islam. Was meinst du wohl, wie es mir hier ergeht, ja? Der hat 10 Millionen Flugzeuge und ich nicht. Die Torpedobomber. Scheiße, lenk rein. Ja, die hat er verkackt. So. Alter, jetzt langsam mal gut. Klink. Oh, das war knapp. Ja, meine Bomber haben nicht getroffen. Ja, das ist schlecht. Und meine Torpedos gehen daneben. Wieso? Ja, die kommen jetzt. Na, da auch. Das hasse ich an diesen scheiß Flugzeugen so. Du setzt deinen Torpedobomber, ja? Perfekt! Und auf einmal ändert er diese Richtungsanzeige, also die Breitanzeige, wie breit die Torpedos verstreut werden. Und das Gegnerschiff entkommt jedes Mal dadurch. Das hasse ich an diesem Spiel so. Aber dafür gibt's halt richtig geile Flugzeugträger, ne? Bin entdeckt. Hat doch vorgegeben, was sich hier daran ankotzt. Vielleicht tun sie ja was. Ganz sicher nicht. Da lachen wir nochmal herzlich drüber, ne? Ha. Herzlich drüber gelacht. Ja, da kommt es echt mal gut. Oh nein. Ja, hast du jemals Siedler 4 gespielt? Wie bitte? Ob du jemals Siedler 4 gespielt hast? Bisher noch nicht, mein scheiß Captain redet mir gerade die ganze Zeit rein, wenn du abonnieren willst. Das ist nicht mein Problem. Ich stehe noch ganz sauber im Schuss. Boah, hast du gerade Miyoko getroffen? Nee, ich muss mein Flugzeug gerade erstmal wieder in Luft bringen. Ja, weißt du, Torpedos waren es dann wahrscheinlich noch ein Stück, aber ich dachte, du hast denn jetzt mal eine gute Sache in die kriegt. Ich bin leider getäuscht. Tut mir leid, wenn meine Flugzeuge einfach nur Scheiße bauen, ja? Kann ich auch nicht hören. Wie viel Reichweite hat das Drecksding? Ich bin jetzt hier schon am Wegfahren, trotzdem trifft er mich noch. Ich merke gerade, dass ich etwas
beeinträchtigt bin, weil ich habe jetzt die letzten Tage so ein paar Stunden Siedler gespielt. Und jetzt versuche ich die ganze Zeit die Siedlersteuerung hier im Spiel zu benutzen. Und das funktioniert nicht so gut. Jetzt bitte schön die Siedlersteuerung. Zum Beispiel, um sich auf der Karte zu bewegen, Rechtsklick halten und dann in die jeweilige Richtung. Aber wenn ich das mache, passiert hier natürlich nichts. So. Eventuell könntest du es auch mal helfen. Übrigens, in Felia, fahr mal weg. Du bist da fast alleine. Du hast nämlich nur ein Unterstützungsschiff. Ich habe überhaupt schon gefragt, warum du in die Richtung da abhaust, weil da bist du mit Claymore tot. Weil da eben noch weniger los war. Also weniger halt, ne? Und weil dir mehr los war. Komm mal weg, die kommen genau auf mich zu. Guck mal, was mein Fliegerflug da gerade macht. Fliegerflug? Hä? Ja, mein Flugzeug. Schießt es doch schon ab, was willst du eigentlich? So, ich denke, ich gehe jetzt mal auf. Ne, auf die Atlanta brauche ich eigentlich nicht gehen mit meinen Torpedos. Yoko ist auch nicht besser. Ach, da oben sind Nagato und Colorado, die perfekten Ziele. Total. Alter, wer schießt denn hier auf meinen Scheiß? Hä? Als ob die Atlanta einfach. Die Atlanta ballert gerade meine ganzen verfickten, dämlichen, blöden Torpedobomber runter. Dass meine Warnung auch mal angeht und mir sagt, dass hier gerade Torpedos kommen. Kam sehr früh. Wäre ich da nicht im Flugzeug platt gewesen. Ja, mein Torpedobomber halt nur noch einen Schuss aus und meine Bombe. Geil. Außer Flugzeug abgeschossen habe ich bisher noch nicht so. Bitte Torpedo, trifft doch! Och, er geht da nicht. Oder? Trifft er? Ja, komm, bitte. Ja, der trifft! Wuhu! 5765, yay! So. Ah, wo ist mein Flugzeug? Hallo? Hä? Wurde abgeschossen. Nee. Also, teilweise, aber. Mein Jäger kämpft gerade gegen den anderen Jäger und ich habe den nicht wiedergefunden erst. Kann man den jetzt nicht wiederfinden? Es geht. Hast du schon mal Flugzeugträger gespielt? Ja. Also ich finde die auch auf Anhieb wieder. Eine Friuyo. Aha! Ich habe deren feindlichen Flugzeug kaputt gemacht. Jetzt hole ich mir diesen Katapultjäger hier. Hallo, Flugzeug. Ach, Scheiß. Hä? Wieso reagiert denn das jetzt nicht? Ah, jetzt. Hat meine Maus Probleme? Also. Oh. Ich habe ganz vergessen, dass ich ja mal. Wenn ich in dieser Flugzeugansicht bin, vergesse ich ständig, dass ich auch mal lenken muss. Deswegen drehe ich hier gerade meine Kreise. Ich hasse das. Wo ist jetzt der Katapultjäger? Ach, da hinten ist er hin. Hä? Wo wurde mein Bomber abgeschossen? Hast du irgendwo Bomber runterkommen sehen? Ich bin hier gerade mit der Miyoko am Fight. Da kann ich dir gerade leider wenig sagen, wo deine Bomber gerade runtergekommen sind. Scheiße. Ah, jetzt hat's auch meinen Jäger zerlegt, jetzt habe ich nur noch meinen Torpedobomber. Geil. Oh, Zerstörer, gib Stoff. Das ist halt der klitzkleine Haken an einem Flugzeugträger. Du bist auf deine Flugzeuge angewiesen und wenn die abgeschossen werden, dann hat man ein Problem. Ganz kleines Problem. Scheiße! Wieso ist denn da jetzt ein Jäger? Oh, interessiert sich nicht. Oh, ich hab's zu früh gesagt. Dann gehe ich jetzt auf die Texas nochmal. Oh, lasst mich doch alle in Ruhe, ey. Ich habe einen Torpedotreffer und naja, immerhin 8 Flugzeuge abgeschossen, aber trotzdem. Oh. Los, Torpedos. Nein, der kommt noch auf, weil. Wo? Wo? Von was? Wo der Wichser jetzt abgeschossen? Was ist?
Alter, mein letztes Flugzeug verrennt. Mitten überm scheiß Ozean, wo kein Schiff war. In der Nähe. Einfach weg! So, weg! Und jetzt bin ich flugzeuglos. Und das ja, ist die. Du musst nicht mal den gesamten Treibstoff der Flugzeuge aussippeln. Ich kann ja nicht weiterfliegen. Und das ist die ganz dezent große Scheiße an Flugzeugträgern. Wenn deine Flugzeuge zu doof sind, um irgendwas zu reißen, dann geht nichts mehr. Jetzt kommt gerade in deine Richtung eine Oma. Vielleicht kriegst du die ja jetzt noch 3400. Ich habe keine Bordgeschütze. Hast du irgendeine Sekundärbewaffnung? Das Ding hat keine Sekundärbewaffnung. Und ich kann, warum auch immer, seit neuestem nicht mehr in die Flugzeugträger. Also von der Flugzeugträgeransicht. Okay. Okay, ich nehme es zurück. Ich habe schon das eine oder andere Schlachtschiff versenkt mit einem RAM-Angriff, das ist richtig, aber meine Omaha könnte schwierig werden. Insbesondere weil dieser scheiß kleine. Ja, toll. Ey, das hat. Problem, weil er wird 100%ig gleich Torpedos auf die abfeuern. Natürlich. Und die Omaha will es auch versuchen. Ich komme bei der Omaha wahrscheinlich nicht mal mehr an. Ja, sie dreht, da muss sie jetzt auch noch da. Eigentlich bin ich schnell mit knapp 30 Knoten. Ja, auch nicht langsam. Im Gegensatz zu Boku, die feuerte 16,5 Knoten. Da bist du nirgends so hingekommen. Au, 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 ja. Ja, lol, ich hab noch Flugzeug abgeschossen. Was ja, über den Jäger rüber geflogen. Also, das kannst du doch vergessen hier. Sauber. Hab die beiden Jäger rausgenommen. Ha, lol. Jupp, jetzt bin ich dort. Ja, Leute, mit diesem wunderschönen Untergang hier, das sieht echt wunderschön aus, muss man schon lassen, verabschieden wir uns nicht nur von dieser Folge, sondern auch von World of Warships, zumindest als Display. Vielleicht eines Tages ähnliche WOT, wer weiß das schon. Freut euch nächste Woche auf Siedler 4 und in dem Sinne, adios.